Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es mal was anderes. Heute machen wir mal Lost Place. Ich bin mal in einem anderen Wald heute unterwegs. Da sind noch einige heile Bunker mit bei. Hier zum Beispiel ist jetzt noch ein Rest davon zu sehen, vom Eingang. Da werde ich mich mal gleich reinsetzen und einen heißen Tee trinken. Heute ist mir echt kein schönes Wetter. Ein bisschen Niesel, aber es macht nichts. Gute Kleidung und dann geht das schon. Ne? Naja, falls ihr jetzt nicht abschaltet, dann viel Spaß bei dem Video. Und dann kommt man mit. Tja, ich muss euch darauf hinweisen, das was ich heute hier gemacht, ist gefährlich. Und deswegen macht es nicht nach. Schaut euch auch das Video an und ja, damit hin viel Spaß beim Gucken. Prost! Die Ruhe ist wieder schön im Wald. Oh, herrlich. Man hört zwar den Wind, aber... Ah. Schön. Ja, jetzt hier. Das ist, wie gesagt, über von dem Bunker. Alles, was oben drauf war. Die ganze Decke. Das ist hier links und rechts alles im Wald, upala, im Wald verteilt und das geht weit. Und hier sieht man dann nochmal die Dicke, also wie stark das Ganze war. Also das war schon Wahnsinn. Die Leute verballern dann. Jetzt sind wir hier im Bunker. Da sind noch Säulen gewesen. Ich weiß gar nicht, diesen Typ habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja, mag es sein, dass die hier mal einen anderen hatten. Weil diese ganzen Bunker, die hier standen, die wurden alle gesprengt. Es geht hier die Richtung noch lang und die andere Richtung. Ja. Und die anderen nachher, die haben sie heile gelassen. Warum auch immer. Tja, wie man jetzt hier sieht, irgendwie mal tauchen so eine bizarren Dinger hier auf. Bunker, Mauern. Das ist vom alten Bunker. Noch stehen geblieben. Also die meisten, wie gesagt, die sind völlig pulverisiert. Keine Ahnung, warum sie das so doll gemacht haben. Aber hier ist jetzt noch einer, der ist nachher... Da hinten ist der nächste, gehen wir nachher auch noch mal hin. Ich finde jetzt gerade die Schießbahn nicht. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen verlaufen, aber das kriegen wir schon noch hin. Und hier sind auch immer überall so eine kleinen Löcher. Keine Ahnung, was das soll. Da noch extra immer was gesprengt haben, ich weiß es nicht. Gut, jetzt gehen wir erstmal nach da oben. Schauen wir uns das mal an. Da sieht man wieder, wie stark die Mauern waren. Hier war der Eingang, hätte ich jetzt gesagt, oder? Nee, das ist die Seite gewesen hier. Da hinten muss der Eingang gewesen sein. Genau, da ist der Eingang. Das ist auch so ein Bunkertyp wie der von vorhin. Wenn man jetzt da oben sieht, die hatten oben eine runde Decke. Sieht man das ein bisschen, ja, ne? Ich glaube, da sieht man das. So ein bisschen rund. Das Ganze. Ja, wie gesagt, vielleicht haben wir auch Glück, dass wir nachher noch in einen reinkommen. Die Mais, oder eigentlich sind alle zu. Ich will auch nicht versuchen reinzukommen, weil da sind Fledermäuse drin. Die sollen auch ihre Ruhe haben, die haben jetzt ja den Winterschlaf. Und die wollen wir dann nicht stören. Hier sieht man den Eingang. Das war doch ein anderer Bunkertyp, weil der hat nicht so einen langen Zugang gehabt, wie der andere von vorhin. Das ist dann so einer, wo wir nachher noch hinkommen gewesen. Die haben also einen kürzeren Eingang. Brrr. Gut, dann werden wir uns mal nach hinten durchschlagen. Ja, hier sieht man immer so eine Stellen und Stöcke. Das sieht so aus, als wenn das Munitionsbergungsdienst hier schon durchgesondert hat. Ich bin mit so einem kleinen Minibagger anscheinend hier durchgefahren. Und, achso, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Genau, hier haben wir die Schießbahn. Ich habe sie gefunden. Im Prinzip haben die Jungs hier früher hier an dieser Stelle gesessen oder gelegen, gestanden.
und damit die Maschinengewehre und auch Gewehre in die Richtung Ramazama gemacht. Die gehen wir jetzt mal hin. Ja, ja, sieht man das mal, was die Jungs hier auch nicht drauf geballert haben. Ursprünglich war das Ganze mal von oben überdacht. Da war von der einen, ich glaube das muss die Seite gewesen sein, ein Zugang und eine Treppe. Das ist alles nicht mehr so schön zu erkennen. In Lukas Lust weiß ich, da ist noch einer gewesen, der noch heile war. Vielleicht gehe ich da auch nochmal hin, ich weiß nicht, durch den Autobahnbau haben die dort ziemlich rumgewühlt. Kann sein, dass sie es mit abgerissen haben. Deswegen möchte ich mich da mal nicht festlegen. Hier kann man es noch ein bisschen sehen. Da ging die Leiter, die Treppe mal hoch. Dann war das in die Richtung komplett offen und nach oben überdacht. Und ja, hier kann man es in dem sehen. Ne? Haben sie drauf geballert. Richtig schön, da stecken noch Mumpeln drin. Rambadamba. Da kann man es mal richtig sehen. Die Spitze. Cool. Ja, also kann man sich mal vorstellen, was die hier. Pfui. Was die Jungs hier für Spaß gehabt haben müssen. Gott, ist alles durchsiebt hier oben überall. Aber dem einen Punkt gab, wo sie am meisten drauf geballert haben. Ne? Ja, und hier ist immer noch so ein Stock. Wie gesagt, ich gehe von aus, dass es Munitionsbergungsdienst war. Dass die hier durchgegangen sind. Ja, gut, weiter geht's. Ich habe schon die ersten Bunker gesehen. Die einer ist dort. Der nächste ist gleich da hinten. Da ist das Schild. Und da ist der Bunker. Gut, nehme ich euch mal wieder mit. Ja, hier ist er nochmal genauer zu sehen. Das ist bei der Treppe. Hier konnten die dann runtergehen. Und in Bestückung mit Schießscheiben wahrscheinlich. Das Ganze gemacht. Und das hier so runter. Ich finde sogar einen Teil der Treppe erhalten hier. Siehst du? Ja. Herrlich. Wie gesagt, es gab da auch verschiedene Typen von. Ich glaube, bei die Platten bis zur anderen Seite. Denn bei mir in dem Wald, da ist die Treppe auf der anderen Seite gewesen. Definitiv. Ja, so, weiter geht's zum Bunker. Tja, wie man jetzt hier sehen kann, habe ich den Bunker erreicht. Die sind alle zugemauert, die Eingänge, die. Mit, wie ihr seht, Gasbetonsteine und Ütopsteine. Nur oben in den Ecken, rechts und links jeweils, sind die immer noch offen, damit die Fledermäuse eben rein und raus können. Ja, das ist eine schöne Möglichkeit für die, um sich im Winter halt warm zu halten. Ja, ist halt schade, dass man jetzt da nicht reingucken kann, aber wir wollen sie ja zufrieden lassen, sie sollen auch ihre Ruhe haben. Der nächste, wieder rechts und links offen, auch wieder der Zaun oben rüber, so dass man hier runterstürzen kann. Ja, also ich kenne es noch, wo es offen war. Das ist schon eine ganze Weile her. Und wie man jetzt hier aussehen kann, ist auch wieder ein anderer Typ, weil der ist gemauert. Da kommt nachher noch ein großer, der ist auch so gemauert. Komm, das muss auch mal weiter hinten sein. So, gehen wir mal weiter. So, jetzt habe ich den Bunker erreicht, wo oben der Zaun rum ist. Wie man sieht, der Eingang ist auch zugeschoben. Also der scheint einsturzgefährdet zu sein. Dann gehen wir nach da hinten zu den nächsten. Ja, hier kann man jetzt sehen, der wird noch benutzt. Auf diesem Gelände ist noch eine Firma, die das noch nutzt. Einige Bunker, die haben es auch gut eingezäunt mit Videokameras. Er versucht es gar nicht erst. Die haben sogar noch einen Sandstreifen, wo sie sehen können, wegen Fußspuren. Und ja, keine Chance darauf zu kommen.
der Linie, wo es noch schön erhalten ist. Dann sind sie auf Lohn rein. Waren sie halt drinnen, ne? Gut, ich werde mich jetzt hier so quer durchschlagen. Da kommen wir zu dem Großen. Den will ich noch unbedingt und dann geht es nachher wieder nach Hause. So, wie man jetzt sieht, dort ist der nächste Bunker. Einen Überblick kriegt, wie viele hier sind. Dann ist da hinten der Hügel, großer. Das ist der nächste Bunker. Und wo? Da ist der Stopp. Suchen wir da. Da hinten der Hügel, das ist der nächste. Und dann ist hier gleich der nächste. Da waren wir gerade bei dem. Das habe ich gerade gezeigt. Und das Ganze ist auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite ist genau das gleiche nochmal. Also es ist hier wirklich dicht an dicht in den Bunkern und alle noch gut erhalten. Tja, die wenigsten wissen das. Und hier sieht man es auch, dass die gemauert sind. Das ist eine von den großen, was ich erwähnt hatte. Also die sind zum Durchfahren gewesen. Dieser sowie der da hinten auch. Und da hinten noch ist schon der nächste Bunker. Dort ist einer. Ja, hier ist ja dann der nächste Bunker, wo man wieder sieht, offen, Fledermäuse und gemauert. Das ist schon außergewöhnlich. Aber was für ein Mauern. Ha, Leute. Ja, gut. Dann gucken wir uns den da hinten an. Das ist auch eine weiße Pfosten. Da ist eben oben, an diesem Bogen, oben drauf auf dem Bogen, großer Finger da, da oben drauf, da hängt die Kamera, die ist schwenkbar. Und dann ist wie gesagt ein Schutzstreifen für Spuren, keine Chance, darauf zu kommen. Da steht die 1 dran, keine Ahnung, ob das der erste Bunker sein soll, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, weil da hinten vielleicht der für mich jetzt der allererste wäre. So, das ist der. Oh, ich sehe schon, der ist schon zu. Der war mal offen. Das war der letzte, der noch offen war. Und das ist auch der letzte, der noch heile ist. Die anderen hier hinten sind alle wieder gesprengt. Vielleicht gehe ich nachher nochmal in die Richtung. Da ist diese besagte Firma, der Hauptplatz. Früher waren wir gleich noch mal, ach, oben ist ein bisschen offen noch. Gut. Vielleicht können wir da mal einen Blick reinwerfen. Rein werde ich jetzt nicht. Haben wir auf jeden Fall schon welche versucht. Hoppala. So, an den Balken. Hoffentlich schrecke ich jetzt nicht die Federweise an. Die kommen alle nach. So. Ja, hier könnte man rein. So, jetzt habe ich mal Nachtsicht angemacht. Da sieht man auch nicht viel mehr. Mache ich da meine kleine Lampe. Die habe ich doch auch hier in meiner Hosentasche. Nee, kann man nicht mehr sehen. Die ist halt zu schwach dafür. Ja, wie gesagt, so sahen die dann aus. Ich hatte ja zum Anfang den anderen, wo ich drin stand, da sieht man jetzt, das war so die Mauer, wo die Tür drin war. Das war alles rausgerissen. Komplett. Das ist eben dieser Bunkertyp gewesen, wo ich drin stand. Und da in diesen sind aber auch nicht diese Säulen drin. Tja, da habe ich mal wieder eine gefunden, noch eine fette Henne. Jetzt sind mal zwei Stück, hier ist noch eine. Aber es ist leider auch nicht mehr zum Verzehr gedacht. Schade. Bisschen früher und wir hätten Pilze gehabt. Ja, hier haben wir nochmal so einen gesprengten Bunker. Und da soll noch eine Halterung zu sehen. Da gehen eine Rohre lang. Cool. Ja. Von denen ist noch recht viel erhalten. Ich bin sehr erstaunt. Die meisten sind wirklich pulverisiert.
hat Zeit gehabt. Der hat die Bruchsteine hier aufgestapelt. Und sie einen kleinen Weg durchgebahnt. Wofür auch immer. Vielleicht waren es auch irgendwelche Kittys, die sich in die Bude bauen wollten. Ja, das gucken wir nicht. Auf jeden Fall muss das schon eine ganze Weile her sein. Weil diese Birken hier, die waren zu dem Zeitpunkt definitiv noch nicht da. Das ist gemacht worden. Wer weiß das schon. Tja, ich habe den Bagger gefunden. Die Spuren, die hier überall durch den Wald führen. Und es ist tatsächlich so, dass es Munitionsbergungsdienst sein muss. Weil wenn man mal so guckt, der ist nach vorne hin speziell abgesichert. Das wird Panzerglas sein. Oh ja, das ist wirklich mächtig dick. Hier unten noch eine Stahlplatte dran, dass eben dort nichts eindringen kann. Da oben ist noch ein Schutz dran, was das auch immer andere zu tun hat. Die Seiten, das ist normal. Die Seiten sind normal geschützt. Ja, wie gesagt, dann werden die mittig überall, wo dann die Stäbchen stehen, da haben die Metalldetektoren angeschlagen und da liegt was. Wo wir wieder dazu kommen, das ist gefährlich, was ich hier mache. Ich kann jederzeit mich halt erwischen. Ja, hier haben wir nochmal so eine Stelle mit der Bagger gebuddelt. Also hier haben sie. Da stehen immer so eine Flöcke, habe ich jetzt auch schon ein paar Stück noch woanders stehen sehen. Hier muss was gewesen sein. Die werden jetzt getrost lang gehen, hier wurde gesondelt. Da fühle ich mich jetzt gerade ganz sicher. Ja, hier in diesem Wald ist auch nochmal alles voll mit dem Bunker. Ah, da hinten. Da hinten steht so ein Stäbchen wieder. Da ist also auch noch was. Da könnte also Munition liegen. Ja, ich werde mal nicht weiter hingehen. Also das andere muss ja abgesichert sein schon. Oder war das? Nee, da war schon der Bagger. Gut, können wir auch noch hingehen. Der war hier schon. Hat hier schon mal durchgebuddelt. Wie gesagt, da stehen immer so eine Fleckels. Grün, rot, etwas grün. Was haben wir das denn nachher noch wieder zu bedeuten? Ah, okay. Hier haben sie mit dem Spaten gebuddelt. Scheint mehrere kleine Sachen gewesen zu sein. Also Munition, Kugeln, Gewehrkugeln, Pistolen. Sowas in der Richtung. So, jetzt mache ich mich wie gesagt auf den Heimweg. Vielleicht kommt noch mal was, ich denke mal. Wenn ich bei den einen vorbeigehe, da weiß ich, da war noch beim letzten Mal offen. Dass der auch schon zu ist. Wir gucken einfach mal. Auf jeden Fall war es jetzt sehr entspannend. Und es ist auch schon trocken geworden.